Gott sei Dank segnen alle. Nun zum Teil 2. Ein glücklicher Arbeiter. Das haben alle Firmen gern, alle Arbeitsstellen gern, ein glücklicher Mitarbeiter. Ja. Mich hat man schon mal gefragt, Arif, ist das echt? Ja, ist echt. Aber um das zu verstehen, dass diese Freude echt ist, musst du zum Friedefürst kommen. Das ist eines der Titel unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du diesen Frieden bekommen hast, dann erst, ja, dann erst bist du ein glücklicher Arbeiter und auch ein glücklicher Mensch. Auch in Notlagen, auch wenn es schmerzt, auch wenn es kaum weitergeht. Du bist ein glücklicher Mensch. Du bist ein freier Mensch. Ja? Nun, der Corona, alle haben Angst und Bange, ja. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. Einige nehmen es sehr ernst, andere sagen mir egal, andere haben so viel Angst, dass sie da nichts mehr bewältigen können. Ja. Das meine ich wirklich. Ich kenne Personen, die sogar von höherer Position in der Arbeit weg ist, weil mental nicht mehr gegangen ist. Wie viele anderen geht es noch viel schlimmer? Ja? Schau mal diejenigen in Indien, diese armen Menschen. Schau mal diejenigen überall auf der Welt insgesamt, was für eine Situation das sie sind. Die Eingesperrten und die Nicht-Eingesperrten. Ja? Diejenigen, die da reich sind. Was machen sie jetzt? Weißt du, wie viele sich getötet haben in den 20er Jahren bei diesem großen Crash? Ja? Weißt du, was da alles geschehen ist? Keine Hoffnung. Ja? Seine Hoffnung auf Papiergeld zu setzen oder auch Aktien und alles Mögliche, Bitcoins und alles Mögliche gibt es ja schon. Das wird alles vergehen. Das System ist jetzt gerade entfernt eigentlich. Dieses System existiert nicht mehr. Merke dir das. Der gesamte System, auch der Gesundheitssystem, all diese Systeme zusammengezählt sind weg. Das musst du wissen. Auch deine Rechte sind weg. All das ist weg. Wenn du das noch nicht kapiert hast, muss ich dir wirklich mal sagen, wache auf, der du schläfst. Und werde Licht, wie das Wort auch sagt. Und das Wort wörtlich komme zum Herrn Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Dein Herz ist dunkel. Es muss hell werden. Dazu muss das Licht der Welt in dein Herz. Das muss sein. Du musst wiedergeboren werden, um das Reich der Himmel eingehen zu können, in das Land der Lebendigen. Ja? Du musst in das unzugängliche Licht können. Ansonsten geht es für dich nur abwärts in den Abgrund. Schlussendlich in den Feuersee, nachdem du gerichtet worden bist von Gott selbst. Vom Herrn Jesus Christus selbst. Nun, das ist wieder eines der Schlussakkorde, ja? Weshalb habe ich nun keine Angst vor dem Virus? Das habe ich wirklich nicht, das kannst du ganz sicher sein. Da hilft dir auch keine Ahnung, was für Mittel nicht. Es wird dir nichts von all dem helfen. Ja, es wird dir nichts von all dem helfen. Weder Masken, noch Handschuhe, noch weiß ich was. Es ist etwas völlig anderes und es geht auch nicht um dies eigentlich, aber ich will dir das auch nochmal klarstellen. Es geht wirklich nicht um diesen Virus. Es geht um so viele andere Sachen, die deine gesamte Freiheit auflösen und die schon aufgelöst sind. Nur sind sie noch nicht so materialisiert, wie man es da sagen müsste. Ja? Ja, es ist schwierig so auszudrücken, aber es hat noch nicht Form angenommen, sage ich mal. Wenn es Form angenommen hat, wirst du jemanden haben, der Diktatur ausübt weltweit, der dich knechtet, ja? Der dich als sein Knecht behaltet. Und du wirst verloren gehen. Das kommt über die Welt, wie lange es auch noch geht. Es geht nicht mehr sehr lang. Ja? Weil dieser Herrscher, der im Hintergrund schon so die Hände zusammenreibt, der ist schon bereit. Ja? Sein System, der blüht rasant auf, der lässt sich nicht hunderte Jahre noch. Ja? Tut mir leid wegen dem Hintergrundgeräusche.
Eigentlich war dies der Grund, wieso ich einen Teil 2 jetzt mache, ja. Aber ja. Dieser Feind, der ist bald am Herrschen. Aber wenn man dich jetzt persönlich mal betrachtet, was für eine Situation du bist, habe ich dir aufgezeigt, ganz am Anfang vom ersten Video. Wie es aber für den Gottlosen ist, nämlich dass er keinen Frieden hat, keine Ruhe hat, ja, Angst vor einem Virus, ja, aber keine Angst vor Gott. Interessant, oder? Dabei, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst, hast du Frieden. Aber wenn du das nicht machst, suchst du deinen eigenen Frieden. Temporär oder nicht. Ja, ob es schnell verpufft, so 10 Minuten hast du Freude gehabt an dieser Sendung, an diesem Musikclip, an einem feinen Essen, ist es weg, an einem Gespräch, was auch immer. Das sind nicht Sachen, die mich glücklich machen. Ich zähle es auf, weil ich weiß, wie es vorher war. Ja. Du bist ein Freudenjumper, ja? Von einer Freude zur nächsten springen. Wenn es dunkel ist, dann geht der Mensch wieder schlafen. Ja? Und wenn es Tag ist, dann wird mal gemeckert, wird gejammert, so ist es gewesen, so wird es sein. Gibt nichts Neues unter der Sonne und so weiter. Man geht immer weiter. Und auf einmal bist du dahin. Wieso habe ich als ein Kind Gottes aber keine Angst davor? Vor dieser Covid-19-Situation. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Das ist für die Kinder Gottes. Heißt das jetzt, wir können nie krank werden? Doch, klar. Aber wir haben keine Angst davor. Ja. Was für eine Angst soll ich haben? Ich werde sein im Hause des Herrn. Immer da. Der Schlussakkord. Ja. Das Ziel im Blick. Das geschieht nur, wenn du wiedergeboren bist. Ansonsten gehst du ziellos. Und das ist die Katastrophe. Da wirst du eben sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja? Und so gehst du dahin, in deinen Sünden, in deine Schuld. Wenn du so stirbst, wirst du für deine Schuld bezahlen. Du weißt, dass du schuldig bist. Wo sind deine Lügen hin? Wo ist dein Ehebruch hin? Wo sind deine üblen Gedanken hin? Die bleiben nicht verborgen vom Herrn. Der Herr sieht das alles in deinem Herzen. Da ist das Problem, nicht da. Du kannst noch so gebildet sein. Da drin ist das Problem. Ja? Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund über. Ja? Wenn dein Herz böse ist, da fluchst du und redest perverses Zeug und Gewalt und Abscheulichkeiten und Pläne schmiedest du da drin, böse Pläne, ja? Übervorteilen, ja? Und Hass, ja? Nach dem Wort Gottes ist das bereits Brudermord. Ja, was machst du nun? Vor Gott bist du ein Unzüchtiger, ein Mörder, ein Lügner. Vater und Mutter hast du sicher auch schon belogen und gehasst und ja. Vor Gott ist das keine Lappalie, ja, das kann doch mal passieren. Nein, vor Gott ist das eine Wichtigkeit, dass du dies alles hier auf Erden geklärt hast. Weil du dazu selber nicht in der Lage bist, ist Gott selber in die Welt und ist ans Kreuz. Hat sich herabgewürdigt. Ja. Du hättest am Kreuz sein müssen. Ja. Aber für immer. Ja. Weil du kannst nicht dich selber erlösen. Es kostet zu viel. Aber der Herr hat es übernommen. Ja. Was für ein strahlender Held Gott doch selbst ist, ja. Der für seine Geschöpfe in die Welt kommt, um sie herauszuretten aus dem Schlamassel, der da geschehen ist. Ja, der Sündenfall. Der Tod ist nicht natürlich. Die Unruhe, die ist nicht natürlich. Ja. Ziellosigkeit, das ist nicht natürlich. Ja. Das Ziel des Lebens ist, dass du den Herrn Jesus Christus hast. Wenn du ihn nicht hast, wirst du in alle Ewigkeit ohne den Herrn sein.
ohne seinen Frieden, ohne Vergebung, ohne Befreiung. Da bist du gefangen, du bist unruhig für immer, wenn du die ganze Zeit verbrennst in deiner Schuld, in voller Bewusstsein der Gottesferne. Keine Ruhe, keine Ruhe, kein Augenblick, genau wie hier. Nur dazu kommt noch unsagbare Schmerzen und Not, ja, in den Flammen. Du hast keine Chance. Ja. Wenn du jetzt sagst, Gott ist so böse, was soll denn das? Wie kann er das? Gott hat die Lösung gebracht. Ja. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, denen die glauben, ist es Gottes Kraft. Ja. Ich habe schon genug Personen gesehen, die Botschaft vom Kreuz verleugnet haben. Aber Gott lässt nicht mit sich spotten. Ja. An dir liegt es. Gott ruft in das Leben von jedem Einzelnen. Zwei, dreimal. Ja. Wie sieht es bei dir denn aus? Für was entscheidest du dich? Willst du mal in den Himmel kommen? Und willst du bereits hier diesen himmlischen Frieden haben? Willst du das auch sagen können, was im Psalm 121 steht? Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Ja. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Gott schläft nicht. Gott wacht über dich, wenn du sein Kind bist. Ansonsten, der Herr stupst dich mal ein paar Mal so und ruft auch ganz direkt in dein Leben, aber richtig, richtig, richtig kräftig. An diesen Momenten weißt du, wohin geht's? Wo wache ich auf? Wohin ist mein Opa jetzt zum Beispiel? Wohin ist meine Mutter? Wo ist mein bester Kollege? Oder du hast einen schweren Unfall. Was ist jetzt geschehen? Ja, was mache ich jetzt? Ich habe mal jemanden gekannt, meinen alten Saufkumpan. Der hat einen riesen Autounfall. Er war in der Mitte am Sitzen, hinten, und ist durch die Scheibe hindurch und die anderen sind so seitlich in den Baum hinein. Die anderen waren verletzt. Er nicht. Längere Zeit später hat er dann am Rücken Probleme noch gehabt von jener Zeit. Ja. Aber er hat da nicht groß gefragt anscheinend, wo geht's mal hin? Wo geht's hin? Das sind Situationen, wo der Herr das Leben ganz direkt ruft. Wie antwortest du in solchen Situationen? Wie hast du bis jetzt reagiert? Wie oft wirst du noch reagieren können? Es gibt ein zu spät. Ja? Für uns Menschen, weißt du, da gibt es so einen geheimen, nur für den Herrn bekannten Verfallsdatum, nenne ich mal. Ja? Es gibt einen Augenblick, wo du einfach stirbst. Kann auch ohne irgendeine voreilende Botschaft sein, irgendeine Krankheit oder so. Macht so, du bist weg. In der Nacht oder am Tag. Willst du denn das verleugnen? Kennt denn der Tod irgendeinen Alter? Ja. Über 150.000 sterben jeden Tag. Über 150.000, ja. Weißt du, wie viel das ist? Es ist eine Kleinstadt, jeden Tag und keiner von denen ist ohne Wissen über den Herrn Jesus Christus rüber. Jeder von denen weiß Bescheid. Es gibt einen Gott und er lässt sich finden. Wenn man nach ihm fragt, vom ganzen Herzen und ganzer Seele nach ihm fragt, man kann ihn erkennen durch dies alles, was wir um uns herum sehen. Vom Grashalm bis zum Stern. Das ist so grob gesagt, vom Grashalm bis zum Stern, natürlich alles andere auch. Der Herr lässt sich finden und erkennen. Und er gibt eine Antwort zurück. Er lässt sich finden. Nun, jeden Tag über 150.000. Wann bist du dran? Der Herr. Siehe, der Herr, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht.
Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist es eben. Meine Hilfe ist der Herr selbst, der bei mir ist, der mich führt auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, auch wenn ich wandere durch den Tal der Todesschatten, ja, auch wenn Personen um mich herum sind, die mich einfach nur fertig machen wollen. Ich habe Ruhe und Frieden. Ich bin frei von dem, was den Alltag des Gottlosen angeht. Ich bin davon frei. Ich muss genauso Schulden zahlen, Rechnungen zahlen, Essen holen, selber kochen, dies und das und jenes und alles Mögliche. Alles, was dem Alltag angehört, muss ich auch. Und zwar ganz allein. Ja. Aber die Kraft gibt der Herr. Auf mich aufpassen tut der Herr. Mich führen tut der Herr. Auch alles, was noch kommt. Alles, die ganze Palette. Ja. Der Tag gehört dem Herrn, die Nacht gehört dem Herrn. Mit Herz, Leib, Seele und Geist gehöre ich dem Herrn. Ist es nicht wunderbar zu wissen, diese Gewissheit? Willst du diese Gewissheit auch? Willst du auch aus diesem Rahmen herauskommen, ja, der dir da gesetzt ist durch deine sündhafte Natur, durch deine Sünden selbst? Du bist in diesem Rahmen drin. Von da musst du raus und du musst in die Arche hinein, solange du kannst. Ich sagte das nicht übertrieben. Diese Arche wird einmal zugehen. Gott selber wird diese Türe schließen. Er selber ist diese Türe. Der wird es zumachen. Dann ist es zu Ende. Dann ist es zu Ende. Jetzt kannst du da hinein. Es gibt ein zu spät. Wie lange es auch geht, du wirst eines Tages sterben und du wirst den Herrn Jesus Christus sehen. Ja? Spotte nicht darüber, dass du den Herrn zuerst sehen willst. Du wirst den Herrn so oder so sehen. Die Frage ist, wie hast du dich hier entschieden? Ja? Wie hast du dich hier entschieden? Jetzt weißt du, weshalb ich ein glücklicher Arbeiter bin. Meine Arbeit ist in einem Akkordniveau, wird mit viel Gewalt gearbeitet, ist auch nicht unbedingt so ein freundliches Klima, obwohl alle so lieb tun, wenn du auch lieb bist, ja. Man gibt ja nur zurück, was man bekommt, der Prinzip der Welt, ja. Zum Teil natürlich, ja, von Person zu Person auch wieder unterschiedlich, ja. In der Welt ist alles wie ein Karussellfahrt. Ja? Aber du bist auch dann außerhalb. Der ganze Lärm und alles, du bist schon dabei, aber nicht mehr mittendrin. Ja? Es vergeht alles. Ja? Wir, die Kinder Gottes, wir sind Pilger auf der Durchreise, wie das Wort auch sagt. Wir haben mit dem, was in der Welt geschieht, nichts zu tun. Wir sind einfach dabei, mittendrin, aber nicht dazugehörend, ja, im Auge des Sturms. Es stürmt gewaltig um uns. Wird viel schlimmer, viel schlimmer, viel, viel, viel schlimmer. Ja. Es wird viel schlimmer. Wenn du das nur wüsstest, du würdest klagen und weinen und schreien. Aber das würde dir nichts nützen. Komme zum Herrn, solange du kannst. Ich sag dir, komme, solange du kannst. Es kann sein, dass die Situationen jetzt auf die Welt kommen und die kommen, die sind nicht nur im Plan, die sind am umgesetzt werden. Vieles davon ist schon instand gesetzt worden im Hintergrund. Ja? Dann wirst du größere Not erleiden, wie du jetzt hast, glaub mir. Kurzarbeit und so, wie viele Millionen schon das haben, das weiß ich gar nicht auf der ganzen Welt. Ich sehe da sehr, sehr viele Hunderte von Millionen schon praktisch, wirklich. Allein in den USA sind es über 20 Millionen und ja. Ich sage dir das mal ganz klar. Die nächste Welle, die da kommt, das wird dann ziemlich heftig. Das Ziel ist, dass ein Polizeistaat wird, die ganze Welt. Ja. Nur mal so ein kleiner Ansatz davon. Was für eine Panik und Not wirst du dann haben? Ja. Es wird immer enger zusammengeschnürt. Es geht um totale Kontrolle, es geht um Diktatur, nicht um Demokratie, nicht um ein
safes Leben, so ganz schön und ruhig und alles gut, ja. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie sagen, Frieden und Sicherheit. Ja, die Bibel sagt, sie werden rufen, Frieden und Sicherheit. Aber es wird auf einmal so umkippen. Ja, Gott lässt mit sich nicht spotten. Wenn der Mensch so Frieden und Sicherheit möchte, das ist alles temporär. Der Herr hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, nicht wie die Welt gebe ich euch. Der Herr gibt nicht wie die Welt. Die Welt gibt das im Moment, ja, und du wandelst immer noch in deinen Sünden. Ja, weil das, was die Freude der Welt ist, das Feindschaft wider Gott, das Sünde pur. Ja. Alles, was du da als Belustigung und so hast, vor dem Herrn ist das ein Greuel. Ja, der Herr guckt gar nicht dahin. Der Herr notiert es auf und schaut weg. Ja, und piekst wieder, da, dass du auf den schmalen Weg kommst, zieht dich und du sagst schon wieder nein. Dein Herz geht immer mehr und mehr zu. Ich hoffe, dass du, wer du auch bist, diese Botschaft bis jetzt gehört hast. In der Videobeschreibung sind weitere Videos, die dich hoffentlich zum erretteten lebendigen Glauben auch überführen. Dies kann ich für dich nicht übernehmen. Du hast eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Und zwar gleich jetzt. Entscheideweise. Es gibt ein zu spät. Ja. Nun, von einem glücklichen Mitarbeiter bis zu dem, was noch in der Welt kommt, hast du jetzt alles insgesamt als ein Paket. Jetzt entscheidest du, wie du auch die ganze Zeit am Entscheiden bist. Um wie viel Uhr du aufstehst, was du essen wirst, vielleicht trinkst du nur einen Kaffee, was du dann machst, welchen Bus du gehst zur Arbeit. Du entscheidest alles Mögliche, ja? Wie viel Uhr geht dein erster Bus und wie viel dein zweiter? Ich habe zwei Möglichkeiten in einer Stunde. Ich kann frei entscheiden, ja? Hab von vielen gehört, ich entscheide selber, Ralf. Ja, entscheide. Ja? Warten wir doch ab. Entscheide mal und wir warten ab, wer von uns recht hat. Ja? Die Entscheidung treffe weise. Entscheide dich ja nicht weiterzugehen wie jetzt. Du wirst in Ewigkeit nicht glücklich sein. Du wirst eine unglaubliche Katastrophe erleben, wenn du die Augen hier in der Welt schließt. Und wie gesagt, es gibt auch ein zu spät, was diesen Aspekt anbelangt. Wir sind in einer Zeit, wo die Bibel ganz klar aufzeigt, wenn solche Sachen geschehen, sollen wir, die Kinder Gottes, unsere Augen erheben, denn unsere Rettung naht. Der Herr Jesus Christus holt seine Kinder bald. Wie lange es auch noch geht, es kommt immer näher, immer rascher. Ja, in einer ganz speziellen Zeit. Und diejenigen, die spotten, die werden genauso verstummen, wie diejenigen, die gespottet haben, wo Noah die Arche gebaut hat, mit Sem, Ham, Japhet, seinen Söhnen. Geh in die Arche, solange du kannst. Und das Positive dazu noch kommt, und das ist kein Nebeneffekt, du wirst glücklich sein bereits jetzt, ja, befreit von deiner Schuld, den Herrn immer bei dir und in deinem Herzen. Ja. Willst du dieses Angebot annehmen, wirst du ein Kind Gottes. Wirst du es ablehnen, bleibst du weiterhin ein Kind des Todes, ja, ein Kind vom Teufel selbst, weil du machst dies, was der Teufel eigentlich dir anbietet. Darum komme heraus aus der angst erfüllten, zittern und beben erfüllten Bereich des Lebens, wenn man es überhaupt so nennen kann, wo du da drin wandelst in deiner Schuld, wo du drin wandelst in Verpflichtungen, die dir so vieles da entbehren und zuschnüren, ja, das habe ich auch alles. Ich bin aber frei von dem. Ja, und komm auf die Seite, wo auf dem schmalen Weg führt, ins ewige Leben. Und du hast Ruhe und Frieden, die von oben ist, nicht von hier unten. Amen. Ich hoffe, ich konnte dir so helfen, heraus aus dem ganzen Wahn. Es kommt ein Moment, wo viel größere Gewalt auf uns Bürger angewendet wird. Ja? Es kommen keine glücklichen Zeiten. Ja? Diese Lockerungen und alles, du wirst dich noch sehr wundern. Wahrscheinlich weißt du mehr darüber wie ich.
Weil um dies kümmert sich ja jeder. Nun musst du dich um den Herrn Jesus Christus und dich persönlich kümmern, dass diese Beziehung zustande kommt und du somit ein Kind Gottes wirst. Alle Hilfen, die du brauchst, bekommst du. Kommentarfeld ist offen. Amen.